Zane, wir gehen nicht in die Schule. Jetzt erst recht nicht mehr. Wir haben Erst wieder am Ferien. 10. Januar. Erst wieder am 10. Januar, also verpiss dich. 5. Wieso habe ich überhaupt den Zane genommen? Er versperrt total seinen Charakter, redet nie mit mir. Der Jaden hätte bestimmt gesagt, okay, komm, wir gehen irgendwas machen. Und der Zane, Alter, so ein Spießer, egal. Wir gehen vors Haupttor und was passiert da? Was passiert da? Durch Untergrundduelle fängt man sich nur noch aufs Gewinnen zu können. Achso, fängt man nur noch auf zu. Also, egal. Man fängt nur an, sich aufs Gewinnen zu konzentrieren. So. Daraufhin hat man Cyrus zum Duell herausgefordert. So bin ich wieder zu Sinn gekommen, nicht zu Cyrus gekommen. Oh mein Gott. Das sagte er. Und dann. Genug Gerüchte. Jetzt zeig mal, was wahr ist. Ob du dich in echt verändert hast. Keine Spur mehr übrig vom Loblen St. Ruth, der früher so beliebt. Also es war wohl ein Schock gegen mich zu verlieren, was? Willst du etwa Rache? Du Rache? killst mich gerade. Du, okay, du sprichst Esther, falls du es lesen kannst. Rache! Das ist. Das ist Zane. Achso, okay, dann bin ich Esther, du bist Zane. Oh Gott, was will. Mutter. Hä? Komm schon, schau ihn an. Schau ihn sie ins Auge. Dein Teil. Super. Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Er gibt nichts auf. Er gibt nichts auf Ehre oder Stolz. Er will etwas ganz anderes. Den Sieg! Echt? Also er will keine Rache? Dein Bruder ist ein Pro wie ich. Okay. Ich kann wann immer ich will gegen ihn antreten. Wenn du gegen Zane duellieren willst, nur zu. Ich bin einverstanden. Ich auch. Ihr Ratten. Es ist egal, gegen wen ich duelliere. Ich gewinne gegen dich. Und Esther! Was? Och nee, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Nein! Auch na Scheiße. Okay, den Jaden sprechen wir zusammen. 3, 2, 1. Tu Du es, bist sei. Cyrus! Suicide. Was machst du? Jaden! Ah genau, du bist Jaden, ich bin Cyrus und Esther und du bist Jaden und Zane. So, du bist dran. Du hast immer davon geträumt, einmal Zane gegenüber zu stehen, nicht wahr? Jetzt bist du soweit und ich bin dein Partner. Zeig Zane, was deine Version von Respekt, von respektvolles Duell ist. Hallo? Zane, duellier mit uns! Ich werde gerne respektvoll Duell Dich besiegen! Nur zu, du kannst mein Partner sein, Panic! Ich brauche nicht viel Hilfe, ich brauche nur zu gewinnen! okay. Oh, Moment. Auf geht's! Let's get ready to rumble! Ah, ich hätte es lieber dich an Seite und nicht den sehen. Jetzt Ah kommt keine ja, Sekt. Oh, mit Obst. ah nee, doch nicht, du hast ja keine PS3. Ah doch, hast du. PS3 Oder? habe ich. Sicher. Spielst du mit LAN-Kabel? Bitte sag ja. Nicht? Ich glaube nicht. Hast du die Möglichkeit mit LAN-Kabel zu spielen? Wenn ich mich mit drum bemühe, ja. Willst du dich drum bemühen? Dann könnten wir gegeneinander Less Battles machen. Ich werde mich drum bemühen. Ich gebe dir dann Bescheid. Ja. Aber jetzt kommt erstmal. Das epische Duell. Und ich habe echt null Bock gegen. Also Cyrus geht ja, aber Jaden, das ist echt unterste Schublade. Das ist Niveau von. Was weiß ich.
Und Jadens IQ ist echt nicht. Ja. Aha. Hä? Da ist er schon bei Raiello. IQ unter Raumtemperatur. Oh mein Gott, Zanes Karten. Ich wette, er baut wieder so scheiße. Ich hätte einfach keine Fallen oder Zauberkarte gelegt und dann nur schwerer Sturm, meine ich. Dann hätte ich es aktivieren können. Och nee, ich hasse Drill Lloyd. Das Ha, was bringt die nochmal? Oh, das war cool. ah, jetzt wird alle 1500 auf der Hand zerstört, wir dürfen die Hand sehen. Geil. Was macht der da bitte? Ich blick bei denen irgendwie nicht so richtig durch. So, jetzt kommt ein Monster auf seine Jetzt Hand. kommt's. Oh, der Drache, der ist geil. Was passiert denn, wenn die Uhr dazu getickt ist? Hallo? Also den Oh Deckzerstörung. mein Gott, der Mikrofon, das hört sich so komisch an. Eisenschrottvogelscheuche. Du hörst dich aber mal ganz komisch an. Tatsächlich. Ah, jetzt wieder. Jetzt geht's. Soll ich die Eisenschrottvogelscheuche legen? Ich beschwöre erstmal Jo. ihn hier, oder? Der hat viel Angriff. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich beschwöre ihn jetzt einfach mal. Kaboom! Je mehr Life Points wir Schaden machen, desto besser. Was ist das? Oh! Das ist doch mal schön. Das kommt gut. Ich wette, es schlägt zwar fehl, aber ja, ist mal klar. Spiegelkraft, ich wette mit dir. Das war eine Nee. Magischer Zylinder. Behindert, ey. Leck. Dass die Karte überhaupt erlaubt ist. Eisenschrottvogelscheuche noch. So, wenn Zane jetzt schwerer Sturm einsetzt, ist er echt dumm. Och nee, der zieht Kuribo. Aber wenigstens 10 darfst du ziehen. Och Gott, nee. So ein Nein. Behinderter. Achso, er zieht aber eine Karte. Gut. Ist auch schlimm genug. Was macht der denn? Ich chill. Ach Leute. Oh, was geht jetzt ab, Mann? Oh, Wiedergeburt. Die letzte jetzt aber. So ein. Was macht der denn? Ach so, die Karte wird nicht zerstört. Ja gut. Guck mal, ich kenne selbst meine eigenen Effekte nicht. Egal, solange wir schön Life-Points-Schaden machen. Und Zane hat ja noch Es hat. Wiedergeburt. Aber ich hätte ehrlich gesagt Eisenschrottvogelscheuche auch gerne auf dem Feld behalten. Aber ich glaube, das gleicht sich jetzt aus. Ja, mal schauen, was Cyrus hat drauf. Ja gut, Cyrus hat nichts drauf. Jetzt nochmal ein schwerer Sturm. Schwerer Sturm muss ich auch, brauche ich auch noch. Also Leute, ich glaube, ich werde den nächsten Booster erstmal kräftig Karten kaufen. Also so Boost, ich meine solche Fallen- und Zauberbooster. Ich versuche sie alle auf 100% zu kriegen, aber das wird bestimmt nicht so einfach sein. Und welche Karte hole ich mir denn? Also ich entscheide mich eigentlich immer zwischen dem gebieterischen Ritter und dem Hayabusa-Ritter. Aber jetzt überlege ich auch den DD-Angreifer zu nehmen, oder Krieger, dass die vom Spielfeld entfernt werden, weißt du? Und dann kann ich einen fetten direkten Angriff machen. Was soll ich machen? Idee. Okay. Ach, du brauchst noch so Karten wie Reißen, Attribut und so später in deinem Deck vor allen Dingen. Oh Schwerer ja, Sturm stimmt. natürlich. Also es gibt noch an einigen Sachen zu arbeiten. Mystischer Raumtaifun zum Beispiel. So. Ich hasse die Karte von Cyrus. So, was kommt jetzt? Spiegelkraft, hä? Du Handy, du hässliches Kind. Ja, es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Aber wollen wir uns mal noch nicht zu früh freuen. Ich meine, immerhin ist Jaden jetzt dran. Der durchkommt. Ich wette, Jaden hat jetzt nochmal ein richtiges Ass im Ärmel, so wie ich ihn kenne aus dem See, aus der Serie. Er zieht jetzt eine sau unfaire Karte, macht eine Combo. Das ist immer so. Das ist, oh.
Okay, er hat Das nicht. 1-2. Okay, er hat nichts gelebt, also. Ich glaube, das. Es kommt Wiedergeburt, was holt er sich? Den Stratos heißt er. Oder? Jetzt holt er Ich sich bestimmt kenne seine mich leider mit Hand. den neuen Elementalen nicht mehr aus. Die neue Generation habe ich mal gesehen. Komm schon, beende das Duell. Ja! Wir haben gewonnen! Sauber. Superman in der Story. Oh Mann, ich habe verloren. Ich vergeig's am Ende immer. Ja, du bist ja auch dumm. Und hässlich. Hallo, du könntest nächstes Mal mit mir Cyrus beleidigen. 308, 380 DP. Ja, yeah, aber es ist sau wenig irgendwie. Ich habe mir Ja, mehr das sind vorgestellt. Aber im Turnier zwei bekommt man so Booster. viel. Turnier erst mal 2000, ey. Das war Und sie geil. schon 3000. Ich verstehe nicht. Ich verstehe dich nicht, Zane. Ich kann dich nicht respektieren, wenn du so bist. Hallo, ich finde cool, wenn ich so einen Gangsterbruder hätte. Da stimme ich zu. Ich finde es cool, wenn ich so einen Gangsterbruder hätte. Da stimme ich zu. Es gibt keinen Platz für Emotionen wie Respekt im Duell. Ich bin ein Emo. Es geht einfach nur ums Gewinnen. Das ist das Einzige, was ich respektieren kann. Ich tue alles für den Sieg. Ich bin auch unehrlich und spiele mit fiesen Tricks. Also ein Spasti. Ich mache mich aus dem Gerede der Leute. Ich will nur. Ich will nur wieder so sein, wie ich mal war. Aber egal, was ich auch. Aber egal, was auch passiert, ich respektiere dich sehen. Schon immer, für immer. Cool. Cyrus ist eine Heule sowieso. Ja, auf jeden Fall. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann nicht einfach wieder mit Respekt duellieren. Ich habe zu viel durchgemacht. Der Cyrus, der diese Akademie respektierte, wird nicht mehr gebraucht. Wird nicht. Cyrus wurde ein Mann, der mit viel Respekt duelliert. Cyrus ist ein Mann. Ja, weiß. So wie es mal war. Das ist gut genug Okay, ich auch. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meine Art duellieren kann. Ich verlange nicht viel. Außerdem gibt es da einen Duellant, der meine Aufmerksamkeit genießt. Punkt, Punkt, Punkt. Lass uns los. Genug geredet. Loslegen, Deswegen, Scheiße. Video. Lass uns los. Gehen Sie mal los. Komm, wir gehen wieder in den Laden, oder? Ja, Ach scheiße, ich nehmen glaube, alles, was wir kriegen können. wir rauben den Laden aus. Ich hoffe, da sind schon welche drin. Ach scheiße. Das gibt's doch nicht. Egal, speichern wir hier. Okay, Leute, wir sind das nächste Mal im Laden. Wir haben Cyrus und Jaden im Doppelpack besiegt, weil Zane und ich zählen halt nur der Sieg. Und wir haben übrigens eine neue Gruppe gegründet auf der Duell Akademie, die Emo Forever. Ja, also bis zur nächsten Part dann. Ciao. Tschüss.